Wir befinden uns auf dem Planeten Jeddah und haben unsere alte Gefährtin Marin gefunden, eine der Nachtschwestern. Und ja, wir suchen nach unserer Mentorin Seer. Und das versuchen wir jetzt hier weiter. Wir haben schon einige tödliche Sachen auf diesem Planeten gefunden, zum Beispiel Flammenwerfer-Trooper. Dann natürlich Skorpione, die dich, sobald du den Sand betrittst, verfolgen. Und natürlich noch viele andere. Aber ich glaube, mit Marin sind wir schon mal eine ganze Nummer sicherer. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Marin? Wie komme ich hier hoch? Ah, okay. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Wir werden zurückkommen und den Speed erholen. Wie kommst du darauf? Das sieht richtig cool aus. Also auch von Jeddah bin ich sehr überzeugt. Bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Na gut, suchen wir uns mal einen von denen. Eure Seele. Zurück, los! Kann ich an ihm dranbleiben? Nicht nachlassen. Das war's schon. Ziemlich cool. Naja, der Landspeeder, den hat's erwischt. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Was war denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Erreiche die Sparmele? Hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Waren wir da drüben schon? Ja, oder? Naja, okay. Wahrscheinlich ein neues Reittier, kann das sein? Ja. Kannst du es sehen? Ja. Sparmel. Also eine Mischung aus Kamel und... Was genau? Ich will es auch nicht wissen. Es ist Star Wars, Freunde. Es ist alles Fantasy hier. So. Hört sich aber ein bisschen merkwürdig an. Okay. Was? Ja, ich wollte schon sagen, was hatten die jetzt hier gegen BD? Oh nee. Nicht in irgendeine Höhle, oder? Natürlich. Und ich muss als erstes durch, weil Baum? Du steckst doch nicht fest. Jetzt gib mir schon meine Kompanie leichte Jumpscares. Der Weg ist versperrt. Sif-Spucke? Oh, pass auf. Ups. Also Marin haut hier einen Spruch nach dem anderen raus. Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Sorry. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Okay, das ist also anstrengend aus. Sick. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Seers Basis sind. Hast du das gelernt? Datum mir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Seid mal ehrlich, die Clone Wars Serie hat mit die coolsten Lore-Erweiterungen zum Star Wars Universum seit George oder seit den Prequels gemacht, aus meiner Sicht. Unter anderem ja auch die Nachtschwestern, Darth Maul, Opera Savage, ja, das war ja auch ein großer Bestandteil von Clone Wars und den Nachtschwestern. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen.
Mögen die Jedi uns beschützen. Den Nachtschwestern entspringt ja auch Marin. Was damit anfangen. Na, natürlich ein Shortcut, den wir nur von der anderen Seite öffnen. Der Klassiker natürlich. Ich regeneriere mich nochmal. Hallen von Ranvel. Das ist ja fast schon hier wie in so einem Wikinger-Game. So, wenn wir wieder 2 Fertigkeitenpunkte haben, dann... Oh. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Alter, wie krass dieser Planet aussieht. Das war wirklich ein schöner Speeder. Moin! Wie geht's? Mann an Bord? Was? Mann an Bord? Oh! Der war gut! Oh. Ja, diese Animationen mit den Kumpanen sind schon cool. Kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Was gibt's hier? Moment mal. Da wollten sie uns ablenken. Hier ist safe was. Oh, hier ist der Weg zu einem Secret. Auch hier gibt es wieder ganz neue Kletterpassagen. Die hat man so noch gar nicht gesehen. Auf Kobo. Und es ist auf jeden Fall wert gewesen. Einen neuen Bonus. Das wäre cool. Neuer Fertigkeitpunkt. Besser kann es nicht laufen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit da hinten. Ein Skin oder so. Wenn ich hier runterspringe, komme ich sogar perfekt wieder zum Meditationspunkt. Ja. Du solltest öfter Umwege machen. Ich habe die gesamte Galaxis bereist. Erinnerst du dich? Wie könnte ich das vergessen? Gucken wir mal. Vielleicht wieder für die Doppelklinge was? Was haben wir denn hier? Mehrfache Reflexion. Halte rechte Maustaste gedrückt, unmittelbar bevor Blasterschüsse auftreffen, um sie auf nahe Ziele zu reflektieren. Ja, Abwehrstoß. Drücke in der Luft F, um einen Schmetterlingsschlag nach unten auszuführen. Der Schaden in einem Wirkbereich. Oh, versuch, das hört sich krass an. Und das ist wieder der Lichtschwertwurf. Den benutze ich eh nicht. Oft. Und nicht oft genug. Ja. Also in der Luft F drücken. Muss man sich halt auch alles merken, dann diese verschiedenen Shortcuts, die sich ja auch je nach Lichtschwertstil unterscheiden. Und die sind jetzt wahrscheinlich respawned, kann das sein? Weißt du, je länger du dich ausruhst, desto länger dauert es, CS Basis zu erreichen. Wenn wir nicht konzentriert bleiben, erreichen wir unser Ziel vielleicht nie. Keine Sorge, Cal. Ich werde dich beschützen. Ja, aber wahrscheinlich sind jetzt halt auch die Gegner respawned hier, oder? Natürlich. Dann kann ich aber schon mal direkt meinen neuen Skill probieren. Bam! Okay, das ist cool. Gerade gegen euch. Ah ne, die können das blocken. Das war dumm. Und das auch. Gute Nacht. Hey. Oh, da sollte man nicht runter. Okay, ich hab's mit Glück überlebt. Wie soll man denn sonst hier rüber? Gibt's hier einen Wallrun? Soll man... Oh. Gegen die kann man halt nicht viel machen, außer sie wegzustoßen. Okay, BD-1, du brummst. Sehen wir es uns an. Alte Ruinen. Ich sollte mal wieder öfters hier reingehen. Die alte Zivilisation, die diesen Ort gebaut hat, ist längst untergegangen. Aber noch immer reisen Pilger zu diesen Ruinen, um sie zu studieren. Vielleicht ist das ja auch noch aus der Zeit der Hohen Republik. Ja, einfach runter. Wow. Ups.
Das ist halt immer so cool, wenn er so 10 Schüsse gleichzeitig reflektiert. Das weiße Lichtschwert sieht schon cool aus. Ich wusste erst nicht so, was ich davon erwarten. Soll. Okay. Aber wie gesagt, mit Meryn möchte man sich nicht anlegen. Ich glaube, sie war auch einer der Bosse im Vorgänger. Wie gesagt, sie war ihm erst ziemlich feindlich eingestellt, als man neu auf Datum hier eingetroffen ist. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Lass mich mal runter. Ich glaube, hier ist nämlich noch was. Oder geht's hier weiter? Hier geht's vielleicht weiter. Dann gehe ich erstmal hoch. Also entweder ist oben oder unten was. Vielleicht kann jemand in Sias Basis was damit anfangen. Alright. Also, es muss eine Ewigkeit gedauert haben. Beeindruckender Planet. Jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Wie kommst du denn hier hin? Psst. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Moin. Wir besiegen sie gemeinsam. Hey, genau! Versuche ruhig, mich zu erwischen. Es ist unsere Aufgabe, dich zu verfolgen. Du machst mir keine Angst. Also mit Meryn? Was für eine Verschwendung. Könnten wir öfters unterwegs sein. Da sind so manche Gegnerwellen deutlich einfacher. Und eine neue BD-1-Farbe. Ja, aber die rüsten wir jetzt noch nicht aus, oder BD-1? Jetzt ist es nicht mehr weit. Oh, wie schön. Da ist auch ein Echo, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich sehe nach. Und hier haben wir noch was. Alte Kriege. Ein Wandgemälde, das einen Krieg in alter Zeit zwischen Machtnutzern und einem unbekannten Gegner darstellt. Einige Figuren erinnern stark an die Jedi. Von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Oh, ich dachte, hier geht's weiter. Geht's hier doch nicht weiter? Oh, man hätte auch einfach hier hochgekonnt. Gut. Aber hier geht's doch auch nicht wirklich weiter, oder? Werkbank. Okay, was haben wir? Was haben wir denn fürs Lichtschwert Neues? Komponenten? Alles okay. Okay. Wir nehmen mal den. Und den. Gut, mehr haben wir hier nicht. Komm, wir nehmen mal die klassische. Und was haben wir hier? Jetzt neue Farben bekommen. Das hier, gell? Oh, und schwarz. Ja, schwarz-weiß sähe halt irgendwie cool aus, so schwarz. Und dann sekundär weiß und dann Akzent, müssen wir nochmal gucken, rot am besten, aber vielleicht auch aus dem Set. Ah nee, falsch, am besten komplett schwarz-weiß irgendwie, so sieht er cool aus. Machen wir mal,
So sieht er ganz nice aus. Passt dann auch natürlich zu dem weißen Lichtschwert. Okay. Also schauen wir mal. Wie geht's jetzt hier weiter? Varen? Hast du einen Tipp für mich? Ah, hier. Okay. Den Ausgang habe ich nicht gesehen. Ich nicht, aber Seer vielleicht. BD, sieht er aus wie Cal? Ja, das bin ich. Nee, aber die sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Geonosianer. Nee, eigentlich nicht. Früher bist du gerne geklettert. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Alter. Jet Trooper. Jet Trooper immer mit ihrem Granatenfetisch. Oh oh. Das war's dann für sie. Und ein Shortcut noch. Wo führt denn der uns hin? Ah, ich weiß wohin. Ja, ja, ja. Und hier ist der Meditationspunkt. Nice. Okay, das ist ein krasser Shortcut. Was ist denn da unten? Da sehe ich doch was. Seht ihr das? Was Blaues hinter dem Gitter? Warte, wo war's? Da unten? Ah, da könnte irgendwas noch schlummern. Aber wie kommst du da dran? Ah! Ne, wobei, oder? Da sind wir doch. Na gut, komm. Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Seers Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. Auch das ist neu. Und die sind nicht durch uns gestorben. Aber wo ist der Scribe? Da kommt etwas. Der Skorpion? Oh nein. Ja. Oh fuck. Nicht gut. Okay. Das wird eine Rancor-Geschichte. Ein Hit und du bist tot oder einmal so eine Special-Attacke. Mhm. Cool, dass es davor keinen richtigen Meditationspunkt gibt. Ach komm, wenn wir dann schon mal hier sind. Ah, Mist. Seid vorsichtig! Mehr kannst du nicht? Komm zurück! Bleib wach da! Hey, BD! Jetzt erholt er sich! Rück gleich weg! Er weiß aus! Genau wie Gastella! Nimm das! Du wirst dich ergeben! Ja, Alter, mittlerweile? Geht's gut rein. Okay, ja, ja, da unten ist wirklich was. Aber wie kommt man da hin? Also von hier komme ich da nicht dran. Aber muss ich ja vorbeigelaufen sein. Ah, man soll eigentlich offiziell da oben rum. Fuchteln. Ich bin einfach rübergesprungen, first try. Aber man kann wirklich runterspringen, guck mal. Ah, nee, darf man nicht, ist verboten. Das ist verboten einfach. Naja, irgendwie so. Gegner voraus. Ich werde nicht ja. So, und hier müssten wir jetzt irgendwie mal an das Ding rankommen. Naja, hier sieht man's. Aber wie kommt man dran? Ja, okay. Wie komme ich da dran? Von links. Irgendwie. Oh, perfekt. Als ob man da nicht hochkommt. Spin bitte, Kumpel. Ja, kommt man da vielleicht halt echt gar nicht lang. Also von hier vorne ganz sicher nicht.
Sonst wüsste ich es jetzt auch nicht. Gut, ist auch nicht so schlimm. Oder halt doch hier rum. Aber hier waren wir doch. So, hier ging es ja weiter. Wo ist denn jetzt das Teil? Hä? Merkwürdig. Okay. Dann machen wir halt nochmal den ganzen Bums hier durch. Oder hier? Ja, auch nicht. Hier war es auch nicht. Okay, merkwürdig. Gut, wurscht. Ja, was halt jetzt ein bisschen ungünstig ist, muss ich ehrlich sagen. Jetzt sind wir wieder oben bei dem Skorpion und haben gefühlt nichts. Ah, guck mal, hier ist noch was. Aha. Ah ne, jetzt sind wir einfach nur... Ja, toll. Jetzt sind wir einfach nur runtergesprungen. Okay, sorry für die kleine Aktion hier. Die hat ja mal wieder gar nichts, gar kein... Da ist das Ding irgendwie. Ja, kann man aber nichts machen. Ne, da unten ist es. Da oben war aber auch irgendwas Blaues. Okay, das hier ist mir ein bisschen zu verschachtelt. Kommst du da unten ran? Okay. Nein. Kerl. Ah, guck mal, da oben ist aber wirklich was. Oder? Ah, da geht's aber nicht mehr hoch. Och, Mann. Jetzt muss ich jetzt... Ach, Mann, bin ich ein Esel. Okay. Jetzt müssen wir doch wieder so rumklettern, weil ich gar nicht mehr zurückkomme. Oder hier irgendwie? Auch nicht. Ja gut, das ist ein bisschen verschachtelt. Oder doch? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, wenigstens für die Kiste hat sich's gelohnt. Undercut. Oh ja, das war gut. Haben wir jetzt die Kiste mitgenommen. Dann nehmen wir hier mit den Shortcut, nachdem ich nochmal meditiert habe. Dann gucken wir mal, ob wir den Skorpion knacken können. Den, wie hieß er jetzt? Die haben ja hier Sparmele anstatt Kamele und anstatt Skorpion gibt es den Skripton? Plankton? Alright, dann auf zum Sparmehl, oder wie sie ihn immer getauft haben. Da liegen schon mal meine Punkte. Oh nein. Skriton. Ja, gut. Hilf mir. Ja. Jetzt dreht er durch. Ja, krass. Das ist halt immer mit dem Schwierigkeitsgrad mittlerweile so die Sache. Man muss halt auch jeden Gegner neu lernen und auch hier müssen sie dir noch die drei... Oh. Okay, das ist krass. Das war krass. Wenn man das macht, bevor die dir die Granate entgegenjagen, jagt die hoch, ohne mich zu treffen. Smoother kannst du es, glaube ich, nicht spielen. Da haben wir gut jetzt mal gegeben. Autsch. Ah, guter Tipp. Autsch. Das
Ist halt lächerlich. Nein! Ach, was mache ich? Oh, oh Mann. Oh, wir waren so nah dran. Oh, nee. Das war dumm. Der ist auch wieder ganz anderes Angriffsmuster. Jeder Gegner ist komplett anders. Gut. Ich hab getroffen. Hallo? Oh, jetzt habe ich keine Macht, oder was? Volltreffer. Hallo? Nicht drüber reden. Ah, perfekt. Eieieiei. Ich brauche wirklich einen Stim. Was ist denn jetzt los? Ist zu viel hier. Hallo? Kerl? Jetzt geht ja gar nichts mehr. Oh, und er kommt direkt. Nein. Oh ja, genau. Er geht direkt mit dem Insta-Kill durch die Decke. Er darf dich halt echt nicht kriegen. Er ist halt auch teilweise mit der Hitbox echt verflixt. Deckung hoch. Das ist halt der Nachteil, wenn du nur Nahkampfwaffen hast. Eindringlich über uns. Okay, aber wir hatten dann einmal gut, also man, wenn man ihn dann einmal hat, kann es schon funktionieren. Ich sterbe auch immer an der gleichen Stelle. Wumps. Das Gute ist halt, dass Marin hier mitarbeitet. Alleine wäre das nochmal eine ganz andere Nummer und trotzdem ist schon schwer genug. Mist. Einfach ein bisschen ausdauern, weil Marin kriegt den schon mit der Zeit. Nein. Oh, der hat auch so zwei Stachel in seinem Skorpionschwanz, gell? Jetzt haben wir ihn aber. Marin gibt ihm den Rest. Boss besiegt. Skreetorn. Nicht schlecht. Gucken, ob er hier noch irgendwas hat. Eigentlich bei so einem krassen Boss dürfte auch mal irgendwie ein Collectible in der Nähe sein. Oder? Hier vielleicht. Nee, hier sind halt echt nur tote Stormtrooper. Hilfst du mir? Muss ich? Vielleicht irgendwo anders in der Höhle noch? Danke. Sie wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Warum kann sie immer auf diese Dinger und ich nicht? Heilige Oase. Das Sparmehl. Meinst du wirklich? Das Sparmehl. Ein Versuch ist es wert. Eine Oase! Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Bist du müde? Ich sehe mir nur alles an. Ich gucke mich auch mal ein bisschen um. Kann ich ins Wasser? Was frisst du, Tierchen? Hier könnten mal irgendwie so Samen sein, die wir dann auf der Dachterrasse pflanzen können. Okay, ist ja schon gut. Also wie können wir eins zähmen? Mit Control, oder?
Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Natürlich. Na los. Okay, Alter, was hat das für Beine? Okay, sieht... Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Das ist der Rückweg. Ah ja, hier sind wir gestartet. Boah. Das ist schon eine Augenweide, auch wenn es ein bisschen weird ist, wie diese Spamele sich bewegen. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Krass. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Spamelfreund, geht das nicht schneller? Vorwärts! Man kann auch sprinten. Wie geht's denn da lang? Also ich glaube, hier gibt es erstmal keine Collectibles. Aber ja, cool. Auch das ist wieder super einzigartig. Und das hat mir auch ein bisschen bei den Sequel-Filmen gefehlt. Oh. Da hat man nicht so viele neue Sachen zu der Star-Wars-Welt hinzugefügt. Ich meine, ja, theoretisch schon, aber es gab halt wieder einen Wüstenplaneten, der hieß halt nicht Tatooine, sondern Jakku. Es gab halt wieder einen Waldplaneten, der hieß dann irgendwie nicht Endor, aber irgendwie anders. Und hier... Oh ne. Nicht gut. Oh Mann, und selbst das sieht krass aus. Obwohl das jetzt nicht der beste Moment ist. Kannst du mich hören? Scheiße. Ein weiterer Skorpion hat unser Sparmehl aufgeschreckt. Alter, wie krass. Also visuell, das könnte gerade ein Trailer sein. Ah, ich sehe sie. Das sieht zu krass aus. Vorerst. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Wow. Was ein cooles Level. Also Jedha ist bisher eine 10 von 10 als Level. Hatte zwar, jetzt habt ihr schon gemerkt, hier war alles jetzt ein bisschen schlauchleveliger. Bisher nicht so wie auf Kobo. Aber dafür geht's halt auch gut voran. Man hat nicht so 1000 extra Ecken, die man noch nachgucken möchte. Wo ist das Sparmehl hingelaufen? Das spielt jetzt keine Rolle. Da seht ihr, was Abwechslung machen kann. Es ist nicht nur Schlauchlevel wäre blöd, aber nur so riesige Welten wäre vielleicht auch ein bisschen eintönig irgendwann. So diese Abwechslung in einem Spiel, die macht es immer mit den Kontrasten spielen. Mal ein kleines Level, mal ein großes. Mal eher Schlauchlevel und dafür viel Story. Mal ein bisschen mehr Open World und mehr Erkundung. Die Mischung macht's. Es ist so ein krasses Level gerade. Oh mein Gott.
Oh, ich kann mein Lichtschwert benutzen. Das ist gut. Alter, wie sieht das hier aus? Endlich ein Unterschlupf. Wer immer das gebaut hat, muss das Muster der Stürme gekannt haben. Beeindruckend. Hm? Niemand hat gesagt, dass wir ein Kind wie ein Baby. Oh, sogar diese Trümmer können die Gegner beschädigen. Wie cool. Also, es gibt so viele coole Details. Oh nein. Ein AT-ST? Das hätte ich noch ganz Oh nein, die AT-STs. Hatte man? Ja, man hat auch im Vorgänger gegen AT-STs gekämpft. Ich erinnere mich nämlich gerade, dass die AT-STs und ich glaube sogar noch eine kleinere Gattung, die hieß dann, weiß nicht wie die heißen, also noch kleiner als ein AT-ST, die hatte man oft in Force Unleashed und das war auch so, dass man die Raketen dann immer zurücklenken musste mit der Macht. Ich glaube, das ist hier genauso. Wie cool. Einfach ein AT-ST. Erstmal hier. Okay. Fuck. Oh nein. Man muss also quasi alles zurückschleudern, was der zu bieten hat. Aua. Hilfe, BD. Alter, einfach ein AT-ST-Bossfight. Der zweite Bossfight schon in einer Folge. Das ist krass. Boah. Jetzt müssen wir aufpassen. Verdammt. Nein. Ja, das ist immer mit diesen Stims. Da muss man halt echt aufpassen. Gerade im Kampf, wenn es halt drunter und drüber geht. Aber der AT-ST ist gefühlt einer der einfachsten bisher. Gut, ist natürlich wieder was ganz anderes. Wie so ein Gegner, wo du die ganze Zeit im Nahkampf bist, wie so ein Ranko, der eh viel zu groß ist. Um ihn wirklich mit dem Lichtschwert zu bekämpfen. Aha. Ein bisschen näher rangehen. Ah. Jetzt aber. Noch hinterher. Krass. Ich hätte es auch richtig gefühlt, wenn man noch in den AT-ST eingestiegen wäre und den dann noch gesteuert hätte. Das ist doch nicht etwa. Das Spamiel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Okay, solange das Spamiel noch lebt. Das Spamiel hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Ah, da ist es. Ja, konnte ja auch nichts dafür. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und
Ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Gehen wir. Eine richtig schöne Cutscene, aus meiner Sicht die schönste bisher. Ich gehe natürlich nochmal zurück, in der Hoffnung, hier vielleicht ein paar Secrets zu sehen. Beziehungsweise können wir jetzt diese Wüste hier betreten? Wahrscheinlich schon, ohne Sturm. Das machen wir jetzt natürlich nicht, aber ja, man scheint... Ah ne, man kommt hier nicht zurück. Okay, stimmt, hier war dann so ein Cut-Off-Point. Man merkt schon, dass zwischen Maren und Cal vielleicht doch mehr als Freundschaft möglich ist. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das Spiel diese Charakter entwickelt. Ich bin ja gerade mit den ersten Spielstunden so ein bisschen... Also ich war da ein bisschen verwirrt, weil wie gesagt, Maren war Teil der Truppe aus dem ersten Spiel. Seer, die wir die ganze Zeit suchen. Dann natürlich Grease, den haben wir schon auf Kobo gefunden mit seiner neuen Kantina. Auch er ist jetzt wieder on board. Und wir kriegen einen neuen Stim-Behälter. Dann hätten wir schon Sex. Das ist halt auch krass. Und jetzt wachsen wieder diese ganzen Beziehungen auch noch aus dem ersten Spiel zusammen, was natürlich, ja, viel sinnvoller ist, weil mit den Charakteren hat man ja teilweise schon eine Bindung, anstatt jetzt wieder nur neue aufzubauen. Maximale Stims erhöht, 6 Stück. Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wie lange bleibst du auf Jeddah? Ich weiß nicht, aber ich freue mich auf Grease. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantina eröffnet. Pailun Saloon. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie. Auch schön. Ja,
Ja, und ich glaube, er sieht auch so ein bisschen Familie in... Na, wo bin ich denn hier reingeraten? In, ja, der Crew der Mantis, auch wenn die sich aus irgendeinem Grund zersplittert hat. Auch das hat uns das Spiel bisher noch nicht wirklich erklärt, wie es dazu kommen konnte. Okay. Ich sehe. Ist das ein Secret? Das wäre so fies, wenn hier so random hinter einer Säule eine Kiste steht. Das wäre so typisch. So die einfachsten Secrets, die dann aber doch die schwersten sind. Hide in plain sight wäre da das Motto. Boah, es sieht halt schon... Also jetzt ist hier auch so richtig roter Sand teilweise, genauso wie auf Geonosis. Das liebe ich halt. Auch wenn man da wieder sagen kann, ja gut, abgeschaut. Ja, klar, kann man theoretisch so auch sehen. Hier oben ist auch irgendein Shortcut. Ah, ich sehe schon. Wahrscheinlich müssen wir uns da jetzt erstmal durchboxen, um den freizustellen. Das ist ja immer so. Du kommst irgendwo neu an, dann ist direkt vor der Nase ein Shortcut und dann weißt du, bis ich den freischalte, vergehen 10 bis 15 Minuten Parcours. Aber das ist halt auch immer der Charme an dem Spiel. Hallo, mein Freund. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Meister Cordova. Welch eine Ehre. Ich... nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Die Ehre ist mein, Kerl. Sia hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Nun, so weit würde ich nicht gehen. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hineinbegleiten. Meister Cordova, habt ihr die Sepho gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges, die tief in die unbekannten Regionen führen. Tut mir leid, das zu hören. Nicht zu ändern. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Wie ist es dir ergangen, Kerl? Das klingt nicht gut. Ein paar Schrammen, aber ich atme noch. Und ich freue mich darüber. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst auf Coruscant? Also, die Mantis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Du solltest die anderen sehen. Wie cool. Und alle sind jetzt wohl hier zusammen. Und wer jetzt nicht weiß, wer dieser Meister Cordova ist... Nun ja, die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen. Sie sind viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Man hat ihn nicht direkt im Vorgänger gesehen, aber er ist quasi ja wie eine Art Hologramm, einem immer gefolgt und hat dann von einem Jedi-Punkt oder Jedi-Tempel zum nächsten geführt. Und dieses Mal, deswegen ist es auch gerade extrem episch, dieses Mal sieht Kerlin zum ersten Mal im echten Leben, hautnah. Ich habe gar nicht gedacht, dass er noch am Leben ist. Aber sie hat ihn anscheinend gefunden. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie besser selbst. Bis dahin begrüßen Marin und ich die Neuankömmlinge. Und? Wie war die Wüste? Kalt, stürmisch und so viele Imperiale. Ach, nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Spamil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen.
Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus, ja. Gut, wie fühlt ihr euch? Besser. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Es ist so episch. Okay, und hier sehe ich schon, ist das hier ein Trainingsplatz? Hier scheint es also auch so ein Hub-Area zu geben. Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Natürlich nicht. Ja, wir kennen das Spiel. Okay, aber wo ist jetzt die gute Seer? Hier hinter? Hier geht's nicht weiter. Grease muss in der Küche sein. Wir treffen ihn später. Meister Cordova und ich warten auf Grease. Sprich mit Seer. Also ich war schon richtig. So ist es nicht. Okay. Das wird jetzt auch episch. Ein Wiedersehen mit ihr. Was hat sie herausgefunden? Hä? Aber hier tut sich gar nichts. Ah. Kleines Rätsel noch. Okay, auf geht's. Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Cal Kestis. Willkommen auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie... wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem... sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja, du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen, Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Cal, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Seer. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Seer! Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter, aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, HBD. Okay, okay, okay. Und, wie war's in der Wüste?
Der Sturm hat unsere Spuren verwischt. Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Bordakona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Tenalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gara. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gara gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn ihr etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Kerl. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Nachforschungen Tenalore. Okay. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Und das war's wohl schon hier auf Jeddah vorerst zumindest natürlich. Wir haben auch noch einen Meditationspunkt, den nehme ich natürlich mit. Und ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Punkt, um die heutige Folge zu beenden. Es war ja richtig geladen. Also irgendwie zwei Bosskämpfe gefühlt. Dann dieser Scheißsturm. Wollen wir noch was für die Ach, hier können wir uns gar nichts leisten. Ach, wir haben ja eh nur einen Punkt. Ja, dann lohnt sich's auch nicht. Und dann noch das Wiedersehen mit Seer und im Grunde auch die Verbindung der alten Crew. Grease, Marin, Seer, BD-1, Cal. Und was auch halt krass ist, dass wir Meister Cordova in Live und Farbe sehen dürfen. Ich gehe nochmal kurz hier hoch. Vielleicht haben sie hier noch irgendein Secret. Okay, ja, nein, oder? Okay, ich habe schon gedacht, du kannst hier Wallrun an den Büchertüren. Das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Okay, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Liken und kommentieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpasst. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao.